Das sind wir wieder bei Banjo-Tooie und wir sind hier in der Grunty GmbH und wollen noch sehr viele Sachen erledigen, die ich aber alle nicht auf dem Schirm habe. Ich kann nur an die Sachen denken, die ich gerade im Kopf habe, und das ist zum Beispiel da das eine Tor mit Banjo-Kazooie öffnen, dann da zur selben Stelle nochmal mit Mumbo hin und dann nochmal als Waschmaschine hier, ja? Um den Schalter da zu betätigen. Und dann ist mir noch ein weiterer Schalter eingefallen, der ja auch nur mit der Waschmaschine zu betätigen ist, aber ich nicht weiß, wie wir mit der Waschmaschine da hinkommen. Deswegen tue ich erstmal die Sachen hier. So, das ist jetzt offen. Wo führt das denn hin? Ah, das ist nur der Dreck hier. Okay, dafür hat es sich nicht gelohnt. Dann gehen wir schnell zum Mumbo. Bringen ihn hierher. Und aktivieren den Schalter. Das sind noch Trennplatten, okay. Aber das hatten wir eigentlich schon. Ich glaube, ich schaue aber erstmal. Ich mache einfach das, was ich denke. Auch wenn es vielleicht Umwege sind, wie auch immer. Ich will nicht verpassen, dass wir vielleicht noch eine weitere Mumbo-Plattform betätigen könnten. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Mumbo-Platten es hier gibt. Eine haben wir auf jeden Fall schon. Das haben wir da auch schon längst erledigt. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei gibt. Es sind bestimmt nicht mehr als drei. Zwei wissen wir, eine haben wir betätigt. Das eine wollte ich gerade machen, aber ich glaube, vielleicht gibt es noch eine weitere Mumbo-Plattform dort, wo wir den anderen Schalter mit der Waschmaschine betätigen können. Das klingt alles so kompliziert, aber so bin ich halt. Deswegen fliege ich schnell nach oben, um dort zu gucken. So. Wir fliegen mal da rein, wo der Jinjo ist. Gewesen ist. Oh Mann, dafür muss ich aber auch treffen. So, jetzt aber. Das ist nämlich hier. Dritte Etage heißt. Kessel. Genau. Da kommt auch. Ah, da kommt die Batterie hin. Aber wie gibt es hier dann überhaupt noch was mit der Waschmaschine zu erledigen? Müssen wir da hin? Das ist nur der Jinjo. Gucken wir uns hier mal etwas mehr um, als ich es getan habe. Da gibt's nur die Batterie. Aha. Ist das Deko oder hat das was zu bedeuten? Auf der anderen Seite ist nichts. Vielleicht können wir da rein. Sieht doch fast so aus. Nee. Nein, ich wollte das nicht tun. Gibt's hier nichts zu tun? Außer die Batterie, das kommt mir so wenig vor. Das ist für uns. Wir müssen nicht als Waschmaschine anscheinend hier die Batterie holen. Dann holen wir zuerst die Batterie. Oh, sorry, da bin ich gerade eben auf den Tisch aufgekommen. Die Batterie war am zweiten Stock. Ho.
da oben, das muss ich mir merken. Trennplatten? Ja, Trennplatten gab es im zweiten Stock. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese verdammte Grunty GmbH. Die regt mich aber auch auf. Dann haben wir wenigstens das mit den Batterien schon mal erledigt. Ich brauche die Kamera, bitte. So. Haben wir uns schon mal getrennt. Das ist falsch. Na toll. Ich bin aber auch so ungeduldig. Ich leg mal kurz mein Handy weg. Tut mir leid, wenn es Störgeräusche gab. Ich habe davon nichts mitbekommen. Oh oh, da muss ich gleich mal in die Parts gucken. In den letzten Part und in diesen. Verdammt. So, die Batterie war in diese Richtung. Können wir hier rutschen? Rutschen? Nö, wir gehen einfach. Wie langweilig. So. Da ist sie. Ich wollte gerade fragen, ob wir die nicht doch schon hatten. Und dass die im dritten Stock war. Nein, nicht schlafen. Nimm sie. Nein. So, da haben wir sie. Dann lauf. Nein, geht weg. Dann müssen wir jetzt schnell in den dritten Stock. So ein schwerer Rucksack muss doch auch richtig auf den Rücken gehen. War das hier lang? Ich glaube schon. Okay, gut. In den dritten Flur dann. Was möchte denn das Bienenhaus von uns? Bienenhaus, wie nennt sich das? Oh Mann. Okay. Sind wir von da links gekommen oder von da von hier links, sicherlich. Da müssen wir nur noch da hochkommen. Mit Banjo. Oh, hier waren Trennplatten. Banjo kann doch hier, aber da kommen wir trotzdem hoch, nicht hoch. Halt die fest. Ach komm, warum hältst du dich denn da nicht fest? Hältst du dich bitte hier fest? Nein, was? Ah, hab einen kleinen Trick angewendet. Ob das so gewollt ist, keine Ahnung. Ich glaube eigentlich nicht daran. Aber wir haben es ja rüber geschafft. Das ist das Wichtigste. So. Das wäre dann die letzte Batterie und dann würde ich eigentlich auch direkt reingucken. Ich will nicht mit der Batterie zusammen schlafen. Der Tür wird zusätzliche Energie über eine Batterie zu Zutritt gewährt. Gucken wir mal kurz rein. Wenn wir Glück haben, das ist ein Spiel. Ein anderer Player wurde lokalisiert. Spielregeln sind erhältlich, falls nötig. Ich bin alleine. Das geht nicht. Ich bin alleine.
Scheiße. Das geht nicht alleine, oder? Ich muss einfach... Also die Punktzahl ist wieder gleich und dann muss ich hier rüber, um dann die Punkte zu erhalten. Alles klar, hier ist dann das Spiel. Und das habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube ja nicht dran, dass ich gewinne. Aber ein Versuch ist es wert. Ich muss hier dann nur gleich raus. Okay, springen hilft glaube ich nicht viel. Okay, ich muss schnell abgeben. Nein, auf keinen Fall. Aktueller Stand wird überprüft. Der Verpackungsstatus ist unzureichend. Dazu ist ein weiteres Spiel gefährlich. Nein, ich muss mit Kazooie hin. Okay, dann hatte das nichts mit Mumbo und sonst wer zu tun. Gott, dass ich meine Sachen, die ich im vorherigen Part erwähne, nie in den nächsten Part schaffe. Also in den jetzigen Part. Ich bin schon wieder falsch gegangen. Machen wir wenigstens das Minispiel noch und dann tue ich das, was ich im letzten Part schon erwähnt habe. Wir holen Mumbo dahin und dann gehen wir dann nochmal zur Waschmaschine hin und dann gehen wir ins Erdgeschoss. Gott sei Dank ist Kazooie schneller. Und... kann besser hüpfen. Aber sie kann sie nicht festhalten. Okay, warte, wir brauchen was Besseres hier. So, jetzt aber. Komm, Pedro. Wir müssen wieder vereint werden. Wir müssen... diese Blinkies oder wie sie auch immer heißen, einsammeln. So. Vielleicht wäre es auch gar nicht so dumm, alleine mit Kazooie das zu spielen, aber zu spät. Eigentlich können... Ach nee, wir werden immer langsamer, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich können wir die Sachen aufsparen und dann am Ende alle abgeben. Aber wir werden immer langsamer, umso mehr wir tragen. Deswegen lohnt sich das eigentlich nicht. Oh, den habe ich nicht bekommen, wie ärgerlich. Blaue sind wichtig, komm. Ja. Komm, irgendwelche Grünen oder so. Fuck, das werden wir verlieren, oder? Nun ja, ich weiß nicht, was der Punktestand sein soll. Nein, ich wollte auch die 2 Punkte abgeben. Bis wie viele Punkte müssen wir denn? Verdammt, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir erreichen müssen, aber ich glaube 50 reichen. Wenn wir Glück haben, 40. Komm. So, auf die roten kann ich eigentlich verzichten. Die machen nur übertrieben viel Platz weg, aber... eigentlich auch besser als gar nichts. Ja, ein blauer.
Okay, der grüne hier und der blaue, komm schon. Ja. Die abgeben. Noch ein blauer, nice. Da ist noch ein blauer, komm. So, abgeben schnell. Ich gebe sie nur mal schnell ab, weil es jetzt eh vorbei ist. Ah, 40 reichen. Die Anforderungen wurden erreicht. Nun wird ein Bonus vergeben. So, einen anderen Bonus kann es ja gar nicht geben. Oh, hoppla. Das ist mir aus Versehen passiert. Ein weiteres Spiel gefällig? Nein. Gut, Leute, dann beende ich den Part hier und im nächsten Part mache ich das, was ich eben schon angedeutet habe. Bis dann. Meine Nase kurz kratzen. Tschüss.